Hey liebe VR-Technik-Fans, euer Christian von We Are One, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um dieses kleine Päckchen hier, und zwar um Einlegelinsen für eure PSVR 2 von Hons VR, die hier gekommen sind, und da freue ich mich schon besonders drauf. Ob die Linsen was taugen, wie gut die sind, was im Päckchen sind, erfahrt ihr in diesem Video, und dabei schon mal viel Spaß. Ja Freunde, in diesem Video geht es eben um die Einlegelinsen von Hons VR für die PSVR 2. Gibt es auch für die Quest 3 und so weiter und so fort auf deren Website. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne drauf schauen, falls Bedarf da ist. Ich verlinke euch aber auch hier rechts oben nochmal meinen Link zum AMVR Unboxing und Test der Quest 3 Einlegelinsen, die ich auch schon ausprobiert habe. Ja, hier oben rechts lasse ich euch wieder ein Unboxing mitlaufen, was alles in diesem Päckchen drin ist, wie es verpackt ist und so weiter und so fort. Für alle Interessierten schaut einfach mal oben rechts mit. Genau, ansonsten höre ich euch nochmal das Päckchen auch hier mit auf. Ich finde es sehr, sehr schön verpackt tatsächlich. Also die haben sich sehr viel Mühe gegeben bei dem Packaging. So eine kleine Visitenkarte am Anfang mit drin, mit den ganzen Social Media Links. Ein Tuch ist mit dabei, was auch ziemlich cool ist, so ein Mikrofasertuch. Das habe ich jetzt zwar noch nicht ausgepackt und hergenommen, aber wäre auf jeden Fall dabei. Dann habt ihr noch so einen kleinen Zettel, wo eure im Endeffekt Dioptrien draufstehen, die Brilleneingläser stärken, die dafür produziert worden sind. Die könnt ihr nochmal nachkorrigieren. Nicht, dass da ein Fehler aufgetreten ist. Bei mir hat alles gepasst. Was sehr, sehr schick ist, ist dieses kleine Pouch, also diese Hülle, wo ihr dann eure Gläser aufbewahren könnt, falls ihr die mal tauschen möchtet, beziehungsweise falls ihr einen Kumpel oder eine Freundin spielen lassen wollt, die keine Einlegelinsen braucht oder Brillenträger ist, ist es auch sehr nett gemacht zum Aufbewahren, dass die nicht zerkratzen oder verstauben. Gibt es dann auch so einzelne kleine Beutelchen, da wo ihr dann rechts und links reintun könnt, um nichts zu vertauschen. Und die kommen dann, wie gesagt, hier in dieses Päckchen rein. Ihr könnt die aber auch so reintun. Also könnt ihr einzeln reintun. Sehe ich gerade, da gibt es eine Tasche, die abgetrennt ist und die andere ist halt dann offen. Dann braucht ihr die Dinger nicht unbedingt, falls ihr eure... Weil links und rechts ist ja auch nochmal eingraviert auf dem Kunststoff. Da könnt ihr eigentlich nichts vertauschen. Und ist ganz nett gemacht. Ihr könnt dann hier zumachen. Da habt ihr so ein kleines Anhängelchen noch, wo man das irgendwo hin tun könnte. Ne, echt nett gemacht. Kommen wir zum Komfort und generell der Technik der ganzen Geschichte. Also ich bin sehr zufrieden tatsächlich damit, weil die Linsen sehr, sehr gut das Sichtfeld abdecken der PSVR 2. Die haben ja recht große Linsen, passen auch super, super gut drauf. Also ihr stülpt die im Endeffekt drüber, sind jetzt nicht magnetisch oder so, tun den ganzen aber keinen Abriss, funktionieren super. Das FOV ändert sich bei mir jetzt nicht wirklich wesentlich. Ihr könnt immer noch sehr, sehr nah ran an die Linsen der PSVR 2. Also habt ihr keinen großen Einbußen des FOVs, finde ich jetzt. Also macht auf jeden Fall einen super Eindruck. Von der Bildqualität ist es alles sehr, sehr top. Also bei mir hat alles perfekt gepasst. Ich habe auch eine Achsenverkrümmung, wie gesagt, und gar nicht so unkomplizierte Augen. Hat auch da sehr, sehr gut funktioniert. Preislich liegen die aktuell, glaube ich, bei 49,99 in der Standardversion. Kommt aber auch immer auf eure Dioptrienstärke an, muss ich dazu sagen. Wenn ihr jetzt ein paar Dioptrien mehr habt, noch irgendwelche Zylinderwerte und sowas, dann kommt da ein paar Euro mit drauf, aber unwesentlich mehr, also nicht wirklich viel mehr. Genau, ansonsten könnt ihr noch zusätzlich Optionen nehmen wie Entspiegelungen, noch irgendwelche UV- oder Blaulichtfilter. Die habe ich jetzt weggelassen, die habe ich jetzt nicht unbedingt benötigt. Soll angeblich den Ermüdungseffekt ein bisschen entgegenwirken. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Vom Versand war ich sehr beeindruckt tatsächlich, dadurch, dass die Dinger ja auch irgendwo in Asien produziert werden und auch aus Asien verschifft werden, ging es wirklich sehr flott. Also ich habe innerhalb von ein paar Tagen die Versandbestätigung bekommen, dass die schon produziert worden sind. Und ich glaube, es hat insgesamt 5 Tage gedauert bei mir und dann waren die Dinger auch schon vor der Tür. Abschließend bleibt mir zu sagen, es sind sehr, sehr gute Einlegelinsen für eure PSVR 2, jetzt vor allem in Verbindung mit PC-VR. Deswegen habe ich es mir auch zum größten Teil gekauft. Ich habe es oft dann mit Kontaktlinsen benutzt, aber wenn man wirklich Einlegelinsen hat, dann ist es immer noch wieder ein bisschen was anderes. Also Kontaktlinsen sind zwar ganz okay für VR, aber ich finde, mit Gläsern ist es einfach noch mal was anderes. Da ist die Qualität einfach noch ein bisschen besser. Da es sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch wirklich rechnet, finde ich, kann ich die Hons VR Einlegelinsen auf jeden Fall nur empfehlen. Daumen hoch von mir. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt doch gerne unten in die Kommentare. Ich kann euch dazu noch ein paar Tipps geben, beziehungsweise noch irgendwelche Informationen, falls ihr noch was braucht. Ansonsten würde ich mich auf ein Like freuen, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert doch meinen Channel, um nichts zum Thema VR Gaming oder VR generell zu verpassen. Und ansonsten, Freunde, immer dran denken, we are one. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Chris. See ya.